Hi meine Schachfreunde, ich grüße euch, hier ist wieder der Carsten und ich wollte gerne nochmals eine Partie gegen den Computergegner machen, den ich schon seit einiger Zeit am Versuchen bin. Aber vorher wollte ich halt euch noch drei Spiele zeigen, die ich mit ihm gemacht habe. Moment, ich muss eben kurz gucken. Und wo ich es halt geschafft habe, ein Patt oder ein Remis rauszuholen. Und die wollte ich euch ganz gerne mal eben zeigen. Für alle, die halt nicht so viel, wie gesagt, mit Schach an Hut haben, aber sich das stundenlang angucken. Klar, kann man sich die drei Partien mal eben kurz angucken, wie ich die gespielt habe. Ich starte mal mit der ersten, die ich gemacht habe gegen ihn. So, der hat 1500er Stärke hat er. Schon ziemlich stark. Ihr könnt auch immer schön sehen hier die Züge, die okay waren von mir. Nicht so okay waren. Kann man sich eigentlich recht schön dann mal in der Analyse anschauen. Und ja. Das war's. Dadurch, dass ich halt auch dann hin und her gegangen bin und er auch, wie gesagt, hat es dann halt. Durch wiederholte Züge hat es dann halt ein Unentschieden gegeben, quasi sozusagen. Okay, dann schaue ich mal weiter, was ich da noch hatte. Moment, ich gucke mal im Dorf, das war der jetzt. Dann mache ich mal einmal den hier, den ich gemacht habe. Moment, dich brauche ich jetzt nicht. Analyse. So, Engine Fehler. Bitte versuche später nochmal. Mal schauen, was er da hat. Ich mache einfach mal. Das war jetzt die Partie, die quasi beendet wurde durch, ich weiß nicht, wie viele Züge ich hatte, wenn ihr das hier seht oder so. 114 oder was. Ich gucke mal einmal hier. Ich hatte dann am Ende, ja, 118 Züge und dann war Feierabend, weil, wie gesagt. Aber schauen wir einfach mal rein, wie ich das mir zurechtgewurschtelt habe gegen den Computer. So. Analysen seht ihr jetzt halt nicht halt hier, ob der Zug gut oder schlecht war, weil das kann man machen oder was. Ich glaube, dann kostet das aber ein paar Talers, wenn man halt diese ganzen Zusatzfeatures haben möchte auf der Seite hier chess.com. Und wie gesagt, das brauche ich so jetzt aber nicht. Ich muss selber erstmal noch mal gucken, wie ich da gespielt habe. Ich sag mal so zum Üben, aber was ist das zwischendurch gar nicht mal schlecht. Aber es ist trotzdem halt gegen Computer zu spielen. Ja. Naja. Da habe ich jetzt einen Fehler gemacht, dass er mir halt mal einen Turm wegnimmt. Das hätte mir nicht passieren dürfen. Ganz klar hat er mich auch ausgetrickst, glaube ich. Müsste jetzt gleich irgendwann passieren. Ja, genau da war der Fehler. Wie gesagt, das hätte mir nicht passieren dürfen, ganz klar. Wie gesagt, ich hätte meine beiden Türme behalten müssen. Ja, um den Computerkollegen platt zu machen. Ja. Also im Endeffekt war da der Hund begraben, also dass der Turm halt von mir draufgegangen ist. So, dann habe ich noch versucht, seine Dings zu bekommen. Die beiden, da hinten die beiden Bauern. Damit er sich halt keine Dame holt. Hab da Glück gehabt, dass er das versucht hat, mich von der Seite zu attackieren. Konnte also quasi runtergehen. Und hat mir seine. Ja, da wäre es schon fast vorbei gewesen. Durch wiederholte Züge, gleiche Züge. Ja. Genau. So, und ja, wie gesagt, habe ich eigentlich gar nicht mal so schlecht gespielt, wenn ich mir das jetzt so überlege. Und wie gesagt, diese Combo halt, König und ein Turm, er hat mich halt nicht gekriegt. Ganz klar, bin ich auch ganz happy drüber. Gekriegt hat er mich nicht. Also ist es am Ende auf dem Unentschieden hinausgelaufen. Und das ist für mich immerhin
ein halber Sieg. Und ich habe es jetzt in letzter Zeit wirklich öfters geschafft, ein Putt rauszuholen oder ein Remis. Das heißt, ich werde den Kollegen bekommen. Ganz klar. Ich werde den Kollegen auf jeden Fall bekommen noch. Ihr seht auch, wie gesagt, wo wir gerade sind, die Züge. Da könnt ihr das sehen. Ne, hier. Da laufen sie gerade in Gelb. Zack, 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 zack. Und ihr seht, ich weiche immer aus und ja. Schon lustig. Schon lustig. Moment, ich wollte eben was gucken. Ja. Aha, okay. Zack. Gleich ist vorbei. Wie gesagt. Schreibt mal in die Kommentare. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt schaffen kann. Ich meine, ein halb. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. So, ich gehe mal zurück und zeige euch noch die letzte, die ich jetzt gemacht habe gegen ihn. Analysebrett. Und so. Er macht, er tut. Engine-Versuch, bla bla bla. Erzähl nicht. So, Wiedergabe. So. Darmtausch. Da versuche ich es auch, wenn ich schwarz spiele, oft halt, wie gesagt, auf den Darmtausch lasse ich mich halt auch ein. Da habe ich gepennt, wie gesagt, das hätte nicht sein müssen, da halt schon so früh den Turm zu verlieren. Also da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr lernen, also was das angeht. Wenn der Gegner in die Ecken reinhaut, ich muss da dann viel schneller halt meine Türme rauskriegen. Das habe ich noch nicht so richtig auf dem Schirm. So, da habe ich es wenigstens geschafft, sein Pferd zu bekommen. Ja, zwei Türme noch, ne? Hm. Habe ich mir auch eins zurecht gewurschtelt. Oder habe ich aufgegeben? Was war das jetzt? Nee. Nee. Nee, ich bin, wie gesagt, ich stehe nicht im Schach. Ist ein Patt. Genau. Ja, ich habe noch ganz schön gewurschtelt, ne? Mit meinem Pferdchen da. Ich habe echt noch ein bisschen was gemacht. Zack. Feierabend. Immerhin, immerhin ein Putt rausgeholt. Ja, okay. Das waren jetzt die drei Partien. Wie gesagt, wenn jetzt jemand keine Lust mehr hat zuzugucken oder was, ich werde es jetzt noch mal einmal versuchen. Wollte euch das noch mal so zeigen, wie meine Fortschritte sind, was das angeht mit dem Computer, und ja, starte jetzt dann einfach mal eine neue Partie. So. Da ist er. Die anderen habe ich eigentlich, warum er das nicht anzeigt, die habe ich aber alle schon gemacht. Wie gesagt, also er ist derjenige, den ich noch nicht geschlagen habe. So. So, ich werde jetzt wieder diese Eröffnung machen. Er holt das Pferd wieder raus. Eigentlich macht er auch immer dasselbe. Vielleicht sollte ich jetzt mal was anderes versuchen. Normal würde ich jetzt rübergehen, Schach. Er setzt auf jeden Fall die Dame davor. Damentausch. Aber vielleicht mache ich einfach mal was ganz anderes jetzt. Und stell mich erstmal hier hin. Ich versuche mal was anderes. Ne? Die Hoffnung stirbt zuletzt. So. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Mal gucken. Okay, er zieht die Dame wieder zurück.
Also das mit dem Darmtausch, so weiß ich nicht, habe ich jetzt echt gesagt keinen Bock drauf so. Jetzt ist sowieso zu spät. Jetzt ist egal. Jetzt brauche ich mich da auch nicht mehr drauf einlassen, auf den Scheiß. Ich bleib erstmal noch da so stehen und hol ihn mal raus. Okay, er stellt ihn davor. Läufer. Ja, ich finde eigentlich ein Springer eigentlich immer gefährlicher, ne? Würde ich mal so behaupten. Deswegen bin ich jetzt einfach mal so und schnapp mir den jetzt mal. Okay, er macht das. Okay. Lasst mich mal überlegen. Was könnte ich jetzt machen? Er kann mir ja nichts, er kann mir ja noch nichts. Ich setze ihn mal hoch. Okay. Ah, cleveres Bürschchen. Ich versuche mal was anderes, Freunde. Nee, da kann ich nicht hin. Aber da kann ich hin. Ah, genau, er weiß, was ich vorhabe. Er weiß genau, was ich vorhabe. Ah, seht ihr, was ich meine? Jetzt bin ich da schon wieder drauf reingefallen. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ey, wieso falle ich immer auf diese Scheiße drauf rein? Echt, ey. Boah. Egal, ich habe eh bald einen Termin beim Optiker. Wie gesagt, kann sein, dass ich so eine Lesebrille brauche. Dann soll er mir gleich eine Hornbrille verpassen, Freunde. Weil das kann nicht sein, dass er mich jetzt schon wieder so verarscht hat, dieser Missbock. Das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht jetzt. Oh Mann, ey. Ja, nee, ist klar, echt. Mann, 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 Mann. Jetzt habe ich mein Dings weggeschmissen, ey. Echt. Ah, was macht er denn jetzt, ey? Was macht er denn nun? So, kann ich da was machen? Boah, was für ein Arsch. Wo willst du mich hinhaben, Freund? Das ist aber jetzt gerade echt blöde. Wo willst du mich hinhaben? Okay, da steht er nämlich noch. Also stehe ich da im Schach, da. Oh. Oh. Ja, was soll ich sagen? Jetzt scheine ich hier total gepennt zu haben wieder. Das geht ja gar nicht. Oh, ich fasse es nicht. Ich fasse es gerade nicht, echt nicht. Seht's euch an! So wird das auch nichts, so wird das auch nichts. Aber ich lasse das jetzt einfach mal so stehen und bin auch für heute damit durch. Die Katze sitzt hier an der Balkontür. Ja, rein, raus, rein, raus. Wie gesagt, ich habe gerade die Tür auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu gemacht. Und wir kriegen halt jetzt noch das Fliegengitternetz mit Magneten und dann schauen wir mal, ob die da durchgeht. Aber es ist auch noch nicht so warm, dass ich die ganze Zeit die Tür aufhaben muss. Von daher lasse ich sie jetzt erstmal rein. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Denkt an mein Gewinnspiel, wie gesagt, versucht es einfach. Es kann auch sein, dass ich heute trotzdem noch einen Tipp raushaue, nur falls das jemand interessiert. Ja, und das andere Video mit meinem kultigsten Film kommt auch noch und dann war es das auch für heute. Macht's gut, Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.